Westfalenpokal Viertelfinale und das wird ausgetragen in Münster im Preußenstadion. Der SV Rödinghausen trifft auf die Drittligamannschaft des SC Preußen Münster. Eine spannende Partie, die wird uns hier allemal erwarten. Rödinghausen ja mit 2 Siegen gegen Regionalligisten hier in dieses Spiel gekommen. Münster hatte ein paar einfachere Aufgaben, aber dennoch auch gerade am Wochenende in der dritten Liga mit einem 3:0 ordentlich Selbstbewusstsein gegen Groß-Asbach getankt. Und das sah man auch im ersten Angriff hier. Münster mit der ersten Möglichkeit, aber der Ball dann in den Händen von Paterok, weil der Schuss von Tobias Waschewski hier nicht durchkommt. Velagic dann auf dem Weg nach vorne zu Schlottke und der nach außen auf Marius Bülter. Der zählt hier in den 16er hinein, sein Schuss noch abgeblockt. Schlottke kommt da fast noch dran. So die erste Torernährung der Wien-Elf. Münster verliert hier den Ball auf Höhe der Mittellinie. Guter Einsatz von Stefan Langemann und Lars Hutten. Der guckt, wo sind seine Mitspieler. Er versucht es einfach mal selbst. Lars Hutten mit diesem Schuss aus der zweiten Reihe leicht über das Tor. In der nächsten Szene dann wieder Lars Hutten beteiligt mit dem Zuspiel auf Stefan Langemann. Der auf dem Weg nach vorne, Langemann mit der Flanke und dann der Pfiff vom Schiedsrichter Philipp Hüwe zeigt hier auf den Punkt und gibt die gelbe Karte für Leon Schwers. Denn Handspiel wird hier reklamiert, sehen wir hier in der Wiederholung. Da ist die Hand dort, wo sie nicht sein sollte und Asur Velagic, der legt sich den Ball zurecht. Es könnte ein früher Wendepunkt sein im Spiel. Hier Velagic und der ist drin, trocken und sicher verwandelt die linke untere Ecke. 20 Minuten gespielt und ein wirklich wichtiger Zeitpunkt für diesen Treffer. Velagic macht das hier wirklich sicher und somit führt die Wien Elf bei Preußen Münster und ist der Überraschung und im Halbfinale gleich ein Stück näher. Kurz darauf dann ein Freistoß, der den Weg hier in den 16er findet. Langemann seinen Schuss zunächst abgeblockt. Möllering zu Kniestock und dann nochmal Langemann mit der Möglichkeit nach der Kopfballverlängerung von Björn Schlottke. Lars Hutten legt sich den Ball dann hier zurecht zur Ecke, bringt den Ball hinein. Noch nicht ganz geklärt die Situation und Langemann nochmal. Artistisch, wie er den hier versucht, wäre ein schönes Tor geworden. So geht der Ball aber am Tor vorbei. Auf der Gegenseite dann Preußen Münster mit der Möglichkeit, mit dem Abschluss, aber am Tor vorbei. Da guckt Tim Paterok nur hinterher, der Schuss hier von Mirkan Aydin. Preußen dann wieder über die linke Seite, wieder über Aydin. Der Ball kommt in die Mitte, Kubilanski lässt durch und Waschewski mit dem Abschluss. Sein Schuss dreht sich aber rechts unten am Tor vorbei. Langer Ball dann nach vorne in die Spitze. Das ist wieder Waschewski und der raus auf Tobias Rühle. Der mit dem Ball in die Mitte, Kubilanski und Paterok, der macht sich lang und lenkt den Ball hier am Tor vorbei. Preußen jetzt mit vielen, vielen Offensivaktionen. Das ist Tobias Rühle, der mit dem Ball zu Kubilanski und der kommt hier zu Fall im Zweikampf mit Kevin Harder. Und so gibt es einen Freistoß für Preußen Münster. Gute Position hier für Martin Kubilanski. Knapp 16, 17 Meter und Paterok, der ist da. Kratzt den Ball hier von der Linie. Glanztat des SVR-Keepers. Dann war Halbzeit in Münster und der SVR führte hier mit 1:0 durchaus verdient, auch wenn Preußen Münster einige Chancen hatte in den ersten 45 Minuten, um zum Ausgleich zu kommen. In der Halbzeit ein Wechsel bei der Wien-Elf. Fabian Kunze blieb verletzungsbedingt in der Kabine. Dort wollte Cheftrainer Alfred Nyhus kein Risiko eingehen und brachte Koray Kacinoglu für die zweite Halbzeit. Das ist dann Kubilanski hier zu Beginn der zweiten 45 Minuten mit der Möglichkeit direkt einmal aufgeweckt, die SVR-Defensive. Und kurz darauf wieder Aydin, der sich hier den Ball zurechtlegt. Aber Paterok, der ist da und entschärft zur Ecke, die nichts einbrachte. Auf der anderen Seite ist das dann Joshua Holtby. Der bringt die Flanke vorher. Da ist Schlottke und Möllering an den Pfosten. Der springt wieder raus und Bülter. Die Möglichkeit für den SVR hier auf 2:0 zu erhöhen. Ganz knapp gescheitert. Dann Velagic zunächst hier, Grimaldi inzwischen in der Partie. Und Bülter, der schnappt sich den Ball von der Mittellinie, versucht es der nochmal auf das Tor. Und da hat Patrick Drewes im Tor des SCP durchaus Probleme. Guter Versuch von Marius Bülter, nicht von Erfolg gekrönt. Eine Ecke
für Preußen Münster. Deutlich am Tor vorbei. Dieser Versuch dann von Leon Schwers. Auf der Gegenseite Rödinghausen über Möllering, über Holtby, über den eingewechselten Jakubiak. Der zu Marius Bülter. Hat noch den Ball, behauptet ihn hier am 16er. Holtby, der wieder mit dem Zuspiel zu Jakubiak. Der findet den Kopf eines Gegenspielers und somit kommt der Ball nicht auf das Tor. Die Schlussphase nun am Laufen. Und Preußen Münster wollte es nochmal versuchen mit dem Ausgleich. Und da ist schon der Pfosten. Aydin mit dem Schuss an den Pfosten und dann das Foulspiel hier von Hutten. Ganz, ganz viel Glück für den SVR, dass hier nicht noch der Ausgleich gefallen ist. Freistoß dann für Preußen Münster. Relativ deutlich doch über das Tor der Versuch von Rizzi hier. Nach einem Eckstoß auf der anderen Seite dann Hutten und Holtby hier hart umkämpft. Holtby setzt sich durch und bringt den Ball nochmal vorher. Und Björn Schlottke, der trifft den Ball hier nicht. Schade, eine gute Möglichkeit nochmal für den SVR. Aber Preußen Münster wollte das hier noch nicht abschreiben. Wollte es nochmal versuchen. Über Aydin kommt die Flanke hinein und Paterok. Überragende Parade. Er lenkt den Ball hier drüber. Grimaldi war das, der nochmal hier zum Kopfball nach oben stieg. Preußen kommt hier noch ein einziges Mal in Richtung des Tores des SVR. Dann ist der Ball im Aus und dann ist da der Abpfiff. Der SV Rödinghausen steht im Halbfinale des Westfalenpokals und gewinnt bei Preußen Münster mit 1:0 durch den Elfmetertreffer von Asur Velagic und durch eine starke kämpferische Leistung der gesamten Mannschaft.